So, wir machen heute Empanadas. Dafür brauchen wir 750 Gramm Mehl. Einmal. Zwei Packungen Trockenhefe. In etwa 7 Gramm sind da drin. Ein Löffel Kümmel fürs Aroma. Dann habe ich hier noch Esslöffel Salz, Teelöffel Salz natürlich. Dann nehmen wir hier noch einen Löffel vom Rohrzucker. Rohrzucker reagiert sehr gut mit der Hefe. Und jetzt kommen noch hier 1, 2, zwölf Löffel Öl, 500 Liter Milch. Wenn der Teig zu klebrig ist, einfach noch ein bisschen mehr Mehl dazugeben. Jetzt einfach alle 10 Minuten kneten und dann ist es fertig. So, das wichtigste und Hauptzutat natürlich für Empanadas: Hackfleisch, Zwiebeln, Eier, Oliven, am besten schwarze, ich habe leider aus Versehen grüne gekauft, ich weiß auch nicht warum. Kümmel ist wichtig, aber auch Paprikapulver, Salz und Zucker und Rosinen. Für unsere Empanadas, die Oliven habe ich kleine Stücke geschnitten und die Zwiebeln halt auch grob gewürfelt. Gleich brate ich das Hackfleisch an und das Hackfleisch, da kommen nur die Zwiebeln dran und die Oliven kommen nachher bei die Füllung dazu. Der Teig ist super fluffig geworden, der warm, super massig, perfekt. Wir machen jetzt das Fleisch noch, so, erstmal Pfanne heiß werden lassen. So, dann roll ich hier ein. Du bist okay, ne? Mhm. Du bist ja die Chile-Expertin. So. So, ungefähr so in der Größe. Dann kommt hier nachher hier die Füllung rein und dann wird er so übergeklappt. So, dann machen wir die jetzt alle fertig. So, unser Hackfleisch brate ich jetzt an hier, ne? Alles schön verteilen, dass das nicht so verklumpt. So, wir machen jetzt die Kümmel rein. Ungefähr so viel. Ein Teelöffel. Die Paprika. Und ja, so sieht aus wie Steine, ein bisschen wie Crack. Und einen schönen Schuss Cayenne-Pfeffer noch. So, einmal schön verrühren. Jetzt kommen die Zwiebeln. Einmal verrühren hier. Jetzt kommt noch Salz. Immer so ein bisschen nach Gefühl. Und jetzt lassen wir das einfach noch garen. Ungefähr ja, so 2 Minuten, 3 Minuten, bis alles schön durch ist. Also jetzt nehmen wir hier so eine Kelle. Nein, nicht mehr. Zeigen das hier drin. Und tun wir hier 2 Stücke Eier rein. Ein paar Oliven. Nicht so viel. Ja, 3, 4 Stück gewesen. Wir machen keine Empanadas zum Verkaufen, wir machen Empanadas zum Genießen. So. Und jetzt haben wir hier Eigelb. Einfach das Ganze noch mal ein bisschen bestreuen für Farbe. So, das war's schon. Das machen wir jetzt für Teig und dann kommen die so ein bisschen in den Ofen. Ich mache jetzt hier in die ganzen Dinger noch Löcher rein, damit die heiße Luft entweichen kann
und die uns nicht explodieren nachher. Ja, die Dinger kommen jetzt 30 Minuten in den Ofen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Chale! Das sieht super aus, oder? Ja. Das sind unsere Empanadas. Sehen toll aus, oder? So, unser Essen ist fertig. So kann man das hin anrichten. Mit dem Salat. Dazu kommt das Dressing. Sieht wunderschön aus, oder? Sieht wunderschön aus. Guck mal so.